Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich möchte euch in diesem Video zwei Apps zeigen, die für das Lernen der arabischen Sprache bzw. für das Lernen von neuen Vokabeln oder allgemein das Nachschlagen von gewissen Begriffen, sei es nun von Arabisch auf Deutsch oder umgekehrt, diese Apps könnten da helfen, etwas schneller an gewisse Begriffe ranzukommen. Meistens schneller als diese in einem Buch zu suchen, indem man mehr oder weniger etwas herumblättern muss, bis man an das gewünschte Wort kommt. Vorher möchte ich aber eins klarstellen. Ich empfehle es jedem. Einfach aus Erfahrung weiß ich halt, dass dass die Wörterbücher Deutsch-Arabisch oder Arabisch-Deutsch sie enthalten viele Mängel, beziehungsweise decken nicht den kompletten Bedarf, den man braucht, wenn man arabische Begriffe sucht oder arabische Begriffe verstehen möchte. Entweder sind die Bedeutungen, die Bedeutungsmöglichkeiten, die Übersetzungsmöglichkeiten sehr beschränkt, indem beispielsweise wichtige Übersetzungsmöglichkeiten oder Bedeutungsmöglichkeiten ausgelassen werden. Manchmal sind sie auch nicht ganz korrekt. Und ja, es gibt noch andere Defizite, aber das ist jetzt nicht das Thema hier. Für den Anfang aber braucht man das natürlich. Nur wie gesagt, was ich empfehlen wollte, ist, dass man versucht, so schnell wie möglich sich daran zu gewöhnen, Arabisch Wörterbücher zu nutzen, wie den Duden in der deutschen Sprache. Wenn du ein deutsches Wort als jemand, der Deutsch spricht, suchst, seine Bedeutung nachschlagen willst, dann kehrst du zu einem Duden, zum Duden oder ähnlichen Büchern, in denen dir das Wort in der deutschen Sprache erklärt wird. Und das ist das erfordert zwar einen gewissen Wortschatz und derartiges, aber man sollte, wie gesagt, versuchen, das sich schnell anzutrainieren. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, dass man, aber wie gesagt, nur mal nochmal zur Wiederholung, ich bekräftige und ich weiß, dass man dafür einen gewissen Wortschatz benötigt. Das steht außer Frage. Aber wenn man sich so ein bisschen reingetastet hat in der arabischen Sprache, wäre es nicht schädlich, gelegentlich gewisse Wörter einfach in arabischen Wörterbüchern nachzuschlagen. Arabisch-Arabisch. Es gibt auch hier verschiedene Klassen von Büchern, schwere bis leichte. Zum Beispiel der Al-Mu'jam al-Wajiz. Ein ganz einfacher, ein einfaches Wörterbuch. Leicht geschrieben, leicht formuliert, auch für jüngere Klassen zugänglich, also Altersklassen, wird auch in den arabischen Ländern teilweise in den Schulen an die Schüler gegeben, dass man beispielsweise gewisse Wörter nachschlägt. Es kann sein, dass du erneut auf ein Wort schlägst, das triffst, meine ich, auf ein Wort triffst, das du nicht kennst. In diesem Fall schlägst du dieses neue Wort wieder nach. Und möglicherweise hast du dann beim dritten Mal einen Treffer und dann hast du gleich zwei Wörter gelernt. Das ist sehr mühselig, aber nur dort, wo Mühe drin steckt, erlangt man auch etwas. Umso mehr du dich anstrengst beim Lernen, umso mehr wirst du auch mitnehmen. Naja, zu den Apps hier jetzt. Es gibt zwei Apps. Die eine ist kostenpflichtig, aber ist nicht so teuer. Das ist dieses hier. Eine App von Langenscheid. Wenn du dir das Wörterbuch von ihnen kaufst, kriegst du die App kostenlos dazu. Also im Buch hängt dann ein Code. Auf der Innenseite ist ein Code. Den kannst du dann eingeben. Und dann bekommst du die App und den Inhalt kostenlos. Diese App ist halt
aus dem Grund gut, dass man hier wie gesagt einfach schnell ein Wort eintippen kann und man hat das Ergebnis. Hier oben kann man wechseln von Arabisch auf Deutsch, Deutsch-Arabisch. Man muss dafür natürlich die arabische Sprache auf seinem Handy eingestellt haben oder installiert haben. Das ist aber mittlerweile auf fast allen Geräten der Fall. Man muss sie nur aktivieren bei der Eingabesprache. Hier können wir zum Beispiel jetzt schreiben, sagen wir mal, Sajjada. Da haben wir es auch schon. Sajjada. Teppich. Die Mehrzahl ist auch angegeben. Sajjajid. Der Nachteil hier in dieser App ist natürlich, dass die Buchstaben nicht vokalisiert sind. Aber man kann das an der Aussprache hier in diesem Bereich kann man sehen, wie man das aussprechen muss. Was hier sehr gut ist, man kann Nummer 1 hier unten, wie ihr sehen könnt, bei dem Sternchen, man kann das Wort zu den Favoriten hinzufügen. So hast du dann immer wieder schnell Zugriff auf das Wort. Was hier aber auch sehr gut ist, du kannst die Karten, du kannst die Wörter als Karteikarten abspeichern, hier unten rechts. Du kannst sie als Karteikarten abspeichern. Ich mache das jetzt mal mit ein, zwei Begriffen. So, aber ich zeige euch nochmal die umgekehrte Version jetzt von Deutsch auf Arabisch. Nehmen wir da irgendwas oder geben wir was ein. Geben wir zum Beispiel ein Affe. So, Qirdun, Qurudun, Qirada. Das sind zwei Mehrzahlen, Qurud, Qirada. Fügen wir das auch noch hinzu in den Karteikasten. So, was kann man dann hier machen? Es gibt hier übrigens auch Sprachmodule, das heißt, gewisse Wörter werden dann auch ausgesprochen, das habe ich jetzt aber nicht installiert. Wir können dann jetzt hier zu Vokabelkarten gehen. Und dann könnt ihr hier die Vokabeln lernen, die ihr als Karteikarten abgespeichert habt. Das heißt, es ist so ein internes Karteikarten-Lernsystem, was den einen oder anderen vielleicht unterwegs, wenn er mal im Bus sitzt oder im Zug oder sonst wo wartet, er kann diese Zeit nutzen, um gewisse neue Vokabeln zu lernen. So, das ist also das eine Programm, die eine App. Wie gesagt, sie ist nicht ganz vollkommen, auch in den Wörtern selbst sehr begrenzt. Aber das Allernötigste, was man so für den Alltag benötigt, findet man hier schon. Dann gibt es nochmal diese App, die heißt ArabDict. Die hat leider Werbung. Hier kann man dann einstellen Deutsch-Arabisch. Ja. Suchen wir hier zum Beispiel Jinaya. Jinaya. So, Jinayatun. In den Klammern seht ihr auch hier die Mehrzahl, Jinayat, Verbrechen, Straftat, Frevel. Was ihr hier aber wissen müsst, ist, dass die Übersetzungen hier von den Besuchern der Webseite hinzugefügt werden. Das heißt, ich als ein Nutzer dieser Seite kann die Inhalte erweitern und verändern. Also ist hier auch ein bisschen Vorsicht geboten. Was diese App aber noch unterscheidet, hier gibt es auch eine Arabisch-Arabisch-Übersetzung. In dieser Version jetzt anscheinend nicht, aber oder doch hier unten. Arabisch-Arabisch. Zum Beispiel in Jinaya. Geben wir wieder Jinaya ein. Dann wird es auf Arabisch durch verschiedene Wörterbücher erklärt. So, jetzt haben wir zum Beispiel hier Mu'jam al-Ghani, das ist übrigens, empfehle ich euch diesen
Dieses Wörterbuch für die Anfänger ist wirklich sehr leicht. Es ist einer der leichtesten Wörterbücher in der arabischen Sprache, die ich bis jetzt gesehen habe. Und hier steht Jinaya, dann steht dort die Erklärung. Irtaka anhand eines Beispiels. Irtaka bei Jinaya, Dhanban. Jarima. Diese zwei Apps kann ich euch empfehlen, sie zu nutzen und mit ihnen zu lernen.